Ja, hallo liebe Leute, wieder eine Folge Fishing Planet mit dem fortgeschrittenen Guide. Ja, wir sind gleich Level 24. Ich bin dann auch schon in Florida. Zeige ich euch jetzt, wie man die Barsche fängt hier. Erstmal die Ausrüstung, also die kennt ihr ja. Das ist die Jigwinner 270 immer noch mit der Bremer 4000. Der Fluro 03 Schnur und den braunen Bassjig. 9 Gramm Raute 3.0. Das ist ja das alles, was wir gekauft haben schon inzwischen. Habe ich ja im Video gezeigt. Ups, sorry. Und achso, den Spot wollte ich euch natürlich auch noch zeigen. Das ist der Spot hier jetzt erstmal. Gleich zeige ich euch noch den Spot. Und ich habe auf 11 Uhr vorgestellt bei Sonne. Weil ab 11 Uhr kann man hier die Trophys und die Einzigartigen fangen. Erster Auswurf wollte keiner beißen. Ups, bisschen weit. Obwohl ging noch. Da haben wir den ersten. Vier Kilo. Das mache ich mal weg. Ja, das war schon mal ein Fehlbiss. Die hat man natürlich auch hier. Zweiten. Also ein kleiner.
das könnte ein Troppi sein. Oder ein Snook. Die fängt man hier zwischendurch auch auf random. Nö, ist ein Barsch. Oh, 3,5. Damit haben wir den Level 24 erreicht. Phoenix 93. Ich hätte gern die Phoenix 450 als nächste Angel. Das ist eine nette Matchroute, mit der kann man einiges reißen. So, jetzt zeige ich euch noch den anderen Spot. Aber da hat er doch noch gebissen. Irgendwie nervt mich das hier mit dem Typ, der hier steht, mit der Angel. Ich werde mal einen anderen Raum aufmachen, einen eigenen. Das geht ja schnell. So, jetzt stehen wir hier auch allein. Dem Spot bei Sonne weit wie möglich rechts ans Schilf ranwerfen, in den mittleren Kanal. Hier ist der linke, da ist der rechte. Und ich nehme mal den mittleren. Oh, da fängt man am besten die Forellenbarsche. Und wie gesagt, bei Sonne dicht wie möglich an das Schilf ranwerfen. Und bei Mischwetter etwas mehr in die Mitte, da wo dieser kleine dunkelgrüne Baum steht, etwas rechts daneben, also ganz hinten da am Ende des Kanals. Jetzt mit der Route hinzeige, etwas rechts daneben, da ist es nochmal so ein dunkler Fleck im Schilf und alles dazwischen kann man beim Mischwetter hinschmeißen. Da fängt man die auch. Oh, beißen ganz gut jetzt. Aber deswegen habe ich auch vorgespult auf 11 Uhr.
So, was ich noch erwähnen muss natürlich, ich bin natürlich auch einmal abgereist da von Italien und dann hierher. Da habe ich dann nochmal einen größeren Kescher gekauft. Zeige ich euch auch nochmal kurz. Und zwar den hier mit 7 Gramm Einzelfisch, 30, 7 Kilogramm Einzelfisch und 30 Kilogramm Gesamtgewicht. Ist keine so tolle Verbesserung, aber weil die einzigartigen ja größer werden als 3,5 Kilo, der andere Kescher ging ja nur bis 3,5 Kilo, braucht man den natürlich, sonst kann man die einzigartigen nicht mitnehmen. Ruckelt schon wieder. Immer beim Auswerfen diese Ruckler. Bei 47 lege ich eine kleine Pause ein, 47 Meter. Kommen ja meist die Bisse, aber diesmal nicht. Und bei 34 Meter mache ich noch mal eine Pause. Diesmal bei beiden Pausen nicht gebissen, wegen dem Fehlbiss. Konnte ich mir auch schon denken, dass er da dann nicht beißt, aber da hat er nochmal gebissen. Ja, bis 20 Meter beißen sie, unter 20 Meter beißen dann die, obwohl der hat jetzt auch schon über 20 Meter gebissen. Aber selten. Meistens beißen die erst unter 20 Meter. Irgendwie beißt nur Kleinkram hier heute. Durch den neuen Kescherkauf sieht das natürlich geldmäßig wieder nicht so gut aus. Können wir auch gleich nochmal schauen. Was ich da jetzt habe, 25.000. Wenn der Kescher jetzt gleich wieder voll ist, sind wir bei ja, 30.000. Das ist immer noch nicht berauschend. Ja, ist nicht leicht ohne Premium, ohne DLCs. Das wirklich als Free-to-Play, ohne echt Geldeinsatz. Es ist schwer hier auf vernünftige Summen zu kommen, um vernünftiges Equip zu kaufen. Deswegen euch würde ich empfehlen, wenigstens Premium zu holen. Für einen Monat kostet 8,99 € und dann gibt es da schon mal 40.000 Credits und bei jedem Fisch, den ihr fangt, doppelt so viel Geld wie sonst. Wenn man das einen Monat lang macht, dann hat man auch ein gewisses Puffer, gewissen Puffer besser gesagt. Mit dem man dann auch arbeiten kann. Außer ihr wollt Hardcore spielen, so wie ich jetzt hier. Oh, 3,1 ist schon ein guter Trophy. Der einzigartige fehlt noch.
vom Teppich. Ja, aber 47 Meter habe ich häufig, wenn ich da Pause machen, bis hinterher. Und bei 34 auch. Also wenn bei 47 keiner gebissen hat, mache ich bei 34 Meter nochmal eine Pause. Warte ein paar Sekunden. Ist natürlich kein Garant, also, ne? Aber von 8 von 10 Mal, obwohl noch nicht ganz, sagen wir mal 7 von 10 Mal, klappt es. Diesmal hat er ohne Pause bei 47 Meter gebissen. So, gehen wir nochmal zu dem anderen Spot, weil da ist die höhere Wahrscheinlichkeit für einen einzigartigen. Das war ein Fehlbiss. Das war ein richtiger Biss. Hänger gibt es hier natürlich auch. Ja, und wenn ihr keine Lust mehr habt auf Forellenbarsche, dann könnt ihr auch die Augenfleckenkammbarsche, ups, das war genau ins Rosenfeld reingeschmissen, das war nicht so gut.
heute keiner. Irgendwas auf der Seite vom See Rosenfeld nochmal. Na, da wollte gerade was beißen. Und dann hat er auch nochmal nachgebissen. Da fängt man die Forellenbarsche auch. Ne, das ist so ein Augenfleckenkammbarsch. Na, die könnt ihr hier fangen. Ich glaube, da auch noch. Auch so lange zum Absenken. Und wo man sie noch fangen kann, ist hier. Mal lieber mit Tempo 2. Tempo 1 und switchen, da sinkt er nicht ab. Und da haben wir so einen. Ja, den ganzen Seerosenfeld von da bis da. Könnt ihr alles abangeln, da fangt ihr die Augenflecken-Kammbarsche. Ich glaube sogar hier auf der Spur fängt man die auch. Der konnte nicht entscheiden, ob er richtig beißen will oder nicht. Jetzt hat er gebissen. Jo, da beißen sie auch. Ja, hier glaube ich dann nicht mehr. Da beißen so Kleinkram. Und hier am salzigen Delta fängt man hauptsächlich die Snooks und die roten Trommler. Der Seite rote Trommler. Da in dem Bereich auch rote Trommler. Hier in dem Bereich Snooks und da hinten. Man noch Barsche ziehen.
ein Forellenbarsch, Trophy sogar. Ja, das sind so die wesentlichen Punkte für Barsche. Andere Fische zeige ich euch noch ein anderes Mal mit höheren Level. Braucht man bessere Ausrüstung, um die roten Trommler und die Snooks zu fangen. Das soll es dann erstmal gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.